zur Person Regine Hildebrandt, Jahrgang 1941, ein Kind der DDR sozusagen, aufgewachsen in der Bernauer Straße, promoviert in der DDR, als Biologin gearbeitet, in einer Nische gewohnt, aber auch engagiert in der Bürgerrechtsbewegung, in der Sozialdemokratischen Partei, kaum nachdem sie gegründet war, heute Sozialministerin im brandenburgischen Kabinett, nicht einverstanden mit den einfachen Urteilen, die die Mehrheit der Westdeutschen über die ehemalige DDR hat, nicht einverstanden mit der Verkürzung der Chancen für Menschen in der ehemaligen DDR. Zur Person Regine Hildebrandt. Wenn Sie, Frau Hildebrandt, einem Westdeutschen erklären wollen, was für die breite Mehrheit der Ostdeutschen die Vereinigung nach nun bald einem Jahr bedeutet, was sagen Sie dem Westdeutschen dann? Na, zuerst was Positives. Es ist einfach, und das sage ich mir auch selbst immer wieder, es ist einfach ein Phänomen, dass die Mauer weg ist. Es ist ein Phänomen, dass wir uns bewegen können, dass wir frei sind. Ich sage es mir immer wieder, wenn ich in Berlin über die ehemaligen Grenzstraßen gehe oder nach Potsdam über die Glienicker Brücke fahre. Das ist die Dimension, die wir im Auge behalten wollen. Aber andererseits versäume ich auch nicht zu sagen, wie viel Verwerfungen gesellschaftlicher Art mit dieser Vereinigung verbunden sind und wie viel soziales Elend und wie viel Not und Verunsicherung. Am schlimmsten auf dem Arbeitsmarktsektor, aber insgesamt auch auf dem Sozialbereich. Es ist eine ganz schwere Last, die auch auf uns gekommen ist. Wir müssen sie bewältigen. Aber ich möchte darauf hinweisen, das Erste, was ich sage, ist, dass es eine ganz fantastische Sache ist, dass es so weit gekommen ist. Sagen Sie das jetzt, weil Sie Politikerin sind? Nee, das sage ich nicht, weil ich Politikerin bin, sondern ich bin in der Bernauer Straße groß geworden. Und mein Mann ist auch dort groß geworden. Der hat richtig Mauerträume gehabt. Die hatte ich nun nicht. Aber das ständige Bewusstsein, dass hier eine unrechte Grenze ist, dass hier eine Mauer ist, dass hier eine Trennung ist von Dingen, die zusammengehört. Dieses hat mich über 40 Jahre begleitet. Und nicht nur mich, sondern meine gesamte Familie und den Kindern konnten wir es auch vermitteln. Also für uns war diese Grenze durch Berlin nur in extremem Maße ein Einschnitt in unser persönliches Leben, in die Familie. Für uns war das wirklich Betroffenheit. Und deswegen sage ich das mir immer nur in Anbetracht der sozialen Nöte täglich, wie gut es ist. Wenn ich die sozialen Nöte nicht direkt so sehen würde, dann wäre es für mich selbstverständlich, dass diese neue Dimension fantastisch ist. Aber Sie würden dem Westdeutschen abverlangen, dass er die Freiheit nicht als das nun ansieht, wohinter alle soziale Not zurückzutreten hat, sondern er soll, würden Sie von ihm verlangen, sich bewusst machen, dass für viele diese Freiheit sozusagen auch gar nicht zu bezahlen ist. Ja, das würde ich versuchen, ihm an schlichten Beispielen klarzumachen. Was nützt es Ihnen, wenn Sie die Meinungsfreiheit haben? Sie können reden über, was Sie wollen. Vorher durften Sie es nicht, auch in der Öffentlichkeit. Sie können schreiben, was Sie wollen. Und Ihre Gedanken sind nur noch gerichtet auf Arbeitslosengeld, Arbeitsplatz behalten oder nicht, Mieterhöhung, neue Steuererklärung, die Sozialversicherung, mit der Sie nicht Bescheid wissen. Das heißt also, die Gespräche werden nicht etwa von politischen Dimensionen beherrscht, von der neuen Freiheit, sondern von den täglichen Sorgen. Und genau dasselbe ist es mit dem Reisen. Wir wollten immer reisen. Wir waren ein Land, das eingemauert war, und wir wollten raus. Und als die Besuchsmöglichkeiten kamen in den Jahren vor 89, da war es so, dass in den Geburtstagsfeiern und auch in den Arbeitskollektiven nur davon die Rede war, wer wann wo wieder im Westen war und wie der nächste Antrag eventuell gestellt werden könnte. Wir wollten raus. Jetzt können wir überall raus. Aber die Frage ist, können wir es bezahlen? Für die junge Generation geht es ja noch, da ist man flexibel. Aber wenn ich manchmal sehe, dass ältere Leute, die in Cottbus wohnen, aus dem Rheinland kommen, 60-, 70-Jährige, gerne noch mal ins Rheinland wollen, und bei ihrer Rente von 600, 700 Mark, das nicht in der Lage sind, das zu realisieren, wenn sie nicht noch Verwandte da haben. Denn wenn sie die Hotels bezahlen müssen und das Fahrgeld hin und her, das geht nicht. Was fällt den Westdeutschen in der Regel am schwersten beim Begreifen der Verhältnisse in den neuen Bundesländern? Eigentlich sehen sie nur, wie dreckig und verfallen alles ist und hören aus der Presse die neuesten Stasi
Informationen und denken dann, also wie konnte man da überhaupt leben in dem Land? Und können überhaupt nicht begreifen, auch in den desolaten Betrieben, die sie jetzt zu sehen kriegen, dass da vernünftig produziert wurde, dass aus dem Betrieb weiße Tabletten rauskamen, ja? Und dass da auch Menschen ein Leben gestaltet haben, das durchaus lebenswert war. Und das sieht man nicht. Es sieht so schäbig aus, wenn Sie nunmehr nicht mehr produzierende Betriebe sehen, man kriegt selber einen Schreck, selbst wenn man vorher da gearbeitet hat. Jetzt eine Frage, die eine Zeit lang gleich nach der Wende groß in Mode war, dann aber aus der Öffentlichkeit entschwand, die Frage hier wieder hervorgeholt und nun an Sie gerichtet. Wird etwas bleiben von der untergegangenen DDR? Und falls es so ist, was sollte es dann nach Ihrem Wunsch sein? Ich brauche nicht noch mal zu sagen, dass vieles nicht bleiben durfte. Aber ich möchte noch mal sagen, es gibt viele soziale Dinge, viele zwischenmenschliche Dinge, eine Form von Solidarität als Notgemeinschaft, von der ich meine, dass wir versuchen müssten, sie doch noch zu bewahren. Soziale Errungenschaften nannten wir sie immer, auch die sind ganz relativ zu sehen, aber einiges davon ist bewahrenswert und war deutlich besser als das, was wir jetzt stattdessen bekommen. Und was ich mir persönlich immer noch wünsche, ist, dass von der Form von Bescheidenheit, die auch natürlich durchaus eine notgedrungene Komponente hatte, Bescheidenheit, Mitmenschlichkeit, Solidarität, dass davon einfach etwas hinübergerettet werden kann. Das ist nur allerdings jenseits von allen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen, die wir ergreifen könnten. Das ist eine Sache, die müsste sich zwischenmenschlich erhalten. Und ich hoffe, dass beide Komponenten doch eine Zukunft haben. Einmal die subjektive und zum anderen die sich gesetzgeberisch in Sozialgesetzgebung, in sozialem Gestaltungsspielraum äußern müsste, dass auch diese erhalten bleibt. Ich hoffe es sehr. Diese subjektive Seite, die Sie erhalten sehen möchten, die westdeutsche Welt, ist sie Ihnen manchmal unbehaglich? Ja, ganz erheblich. Aber das war sie schon vorher. Denn ich meine, wir wohnten in Berlin und schon vor 61 haben wir ja durch den engen Kontakt von Ost nach West schon gesehen, wie die Entwicklung so läuft. Und dieser Überfluss von allem, diese Wirtschaftswundermentalität, dieser Perfektionismus, der eben auf ganz andere Zielstellung orientiert, der jagt mir schon ein bisschen Angst ein. Und es ist so, dass es schön ist, wenn man viele Dinge hat, die zum Lebensstandard gehören. Aber es ist auch schön, wenn man weiß, dass das nicht alles ist. Dass vielleicht andere Dinge wirklich noch wesentlicher sind im Leben. Und deswegen macht es mir Angst. Die objektive Seite. Können Sie, so dass der sozialpolitische Laie es versteht, ein Beispiel oder zwei Beispiele geben für sozialpolitische Einrichtungen der DDR, die Sie für besser ansehen als die vergleichbaren altbundesrepublikanischen Einrichtungen? Ach ja, da könnte ich Ihnen allerdings mehr als zwei nennen. Aber wir haben nur 45 Minuten. Beschränke mich auf zwei. Einen aus dem Sozialbereich, das ist die Frage der Mindestsicherung der Renten. Es ist so, dass bei uns die Löhne gering waren, die Renten gering waren, aber es war so, dass jeder Anspruch hatte auf eine Mindestrente. Die war 330 Mark seinerzeit und damit konnte man leben, weil alles andere subventioniert war. Das heißt also, es gab keine Einrichtung wie die Sozialhilfe im Osten, bei der man eine Bedürftigkeit nachweisen musste, dass man selbst kein Geld auf dem Konto hat und dass auch die Kinder nicht in der Lage sind, einen zu unterstützen, ehe der Staat dann als soziales Netz, als soziale Sicherung zahlt. Wir hatten hier die Mindestsicherung, die man obligatorisch bekam. Und damit war man unabhängig. Unabhängig von Überprüfungen, viel Geld war sowieso nicht da, viel Vermögen, aber auch unabhängig davon, dass die Kinder dafür einstehen. Und das ist also eine Frage auch in der Komponente der Würde. Nun kann man natürlich sagen, es war ohnehin, wenn man die Altenheime im Osten sieht, würdelos, wie dort gelebt wurde. Aber diese Unabhängigkeit und die Selbstständigkeit, ich glaube, auf die legen ganz, ganz viele unserer älteren Bürger großen Wert. Und wenn man eine Mindestsicherung kriegen könnte, unabhängig von den Sozialamtskontakten, von der Sozialhilfe in Anspruchnahme, das wäre schon schön. Und wir haben auch schon einen kleinen Schritt auf dem Weg geschafft. Wir haben
doch eine Entschließung aller Parteien des Bundestages, dass das Rentenrecht bis 97 neu überdacht werden soll. Es soll Altersarmut verhindert werden. Und ich hoffe, das ist doch der erste Schritt zu einer Form von würdiger Mindestsicherung. Ich hoffe es. Das wäre dann für Sie eine Rückkehr zu einem Vorbild, das aus der DDR stammt. Also, wir nennen das nicht Rückkehr. Sagen wir mal eine Weiterentwicklung. Eine Weiterentwicklung. Ein Ihr Auffangen eines guten. Das zweite Beispiel ist das Gesundheitswesen. Ich habe relativ lange in der Diabetesbetreuung gearbeitet. Und dieses war im Gesundheitswesen eine Form von Dispensärbetreuung, von Betreuung chronisch Kranker, die in den Altbundesländern unter den dortigen Organisationsstrukturen nicht möglich ist. Wir hatten hier zum Beispiel bei unserer Zentralstelle für Diabetes eine Einrichtung, wo sämtliche Spezialärzte, die sich mit Zuckerkranken beschäftigten und Labor und Fürsorger und Diätberatung, alles in einem Haus. Und hier wurden rundum die Diabetiker sachkundig betreut und hier wurden Ferienlager organisiert, mit denen ich mit großer Begeisterung dabei war. 4 Wochen sozusagen in verschobener Klinikaufenthalt kombiniert mit Ferienlager. Das sind Dinge, die sind in dem neuen Gesundheitssystem erwünscht, aber im Moment nicht finanzierbar. Wir sind dabei, sie zu gestalten. In der Zwischenzeit ist aber das Netz von Betreuungseinrichtungen bei uns zerschlagen. Und das ist für mich ganz schwer zu ertragen. Wir hatten die erste Zusammenkunft, da war eindeutig, dass tatsächlich die Situation der Diabetiker sich akut verschlechtert hat. Alle, die ins Krankenhaus kommen, kommen mit Werten ins Krankenhaus, wie es früher nicht üblich war. Und das ist eine Sache, die hätten wir unbedingt auch bewahren müssen. Vielleicht kriegen wir sie noch mal wieder hin. Kann es sein, Frau Hildebrand, dass aufs Ganze gesehen, nicht für den letzten Fall, den Sie beispielhaft erwähnt haben, dass die Zeit im Sinne der von Ihnen eben genannten Sozialeinrichtungen arbeitet, dass es nach der Euphorie der Wende und der dann folgenden ersten Bedürfnisstillung nun wieder mehr eigenständiges Selbstbewusstsein zwischen Elbe und Oder gibt? Ja, also das möchte ich aus vollem Herzen bejahen. Es ist auch eine Komponente der Gestaltung drin. Falls es nicht so sein sollte, sollen sie noch mal alle überlegen. Aber es ist einfach so, dass diese Bananenmentalität, die wir nach den Wahlen hatten, also da Westgeld haben, Autos haben, Bananen haben, alles so sein wie im Westen, dass das vorbei ist. Denn wir kannten aus dem Fernsehen immer nur die eine Sache und haben die andere nicht so richtig ernst genommen. Die erleben wir nur hautnah. Und jetzt überlegt man sich dann doch, wie war es denn nun eigentlich wirklich vorher und wie ist es wirklich jetzt? Und stellt fest, verschiedene Dinge sind bewahrenswert gewesen und auf die besinnt man sich denn doch mit wachsendem Selbstbewusstsein, ja. Treffen Sie gelegentlich bei Westdeutschen auf die Dummheit, auf die Arroganz von Siegern? Ja, leider. Ich will es immer nicht so richtig wahrhaben, wissen Sie, weil es doch sehr belastend ist. Aber es ist so. Und wie steht es mit einer Wehleidigkeit unter den Ostdeutschen? Ja, auch leider. Also das kann ich nun dann auch nicht verhehlen. Es ist in der Tat so, dass wir dazu neigen, nunmehr in diese Wehleidigkeit zu verfallen. Das darf auch nicht sein. Also die versuche ich dann immer in Aktivität umzumünzen. Regine Hildebrand, geboren am 26. April 1941 in Berlin, aufgewachsen, Sie haben es schon erwähnt, in der Bernauer Straße, der östlichen Grenzstraße zum Westen. Der Vater war Musiker, Pianist in der Unterhaltungsmusikbranche. Die bürgerliche Familie hielt sich von jedem parteipolitischem Engagement fern. Sie machten Abitur, Frau Hildebrand, und studierten an der Ostberliner Universität von 1959 bis 1964 Biologie. Nach dem Studium Arbeit in der pharmakologischen Abteilung im volkseigenen Betrieb Berlin Chemie, dabei auch Promotion 1968 zum Doktor der Naturwissenschaften. Später Bereichsleiterin in der Zentralstelle, auch das schon erwähnt, für Diabetes und Stoffwechselkrankheiten in Ost-Berlin. Zum Lebenslauf Regine Hildebrands mehrere Fragen. Zunächst diese. Sie hielten sich vom herrschenden Regime der DDR fern. Keine Mitgliedschaft bei der FDJ, keine der SED oder einer Blockpartei, aber eine engagierte Christin der evangelischen Kirche. Sehen Sie sich in diesen Jahren als Dissidentin in der Gesellschaft oder als Nischenbewohnerin mit Ihrer Familie, verheiratet, 3 Kinder, die sich ihre Eigenständigkeit bewahrt, aber sich auch arrangiert? Ja, Dissident ist ein bisschen anspruchsvoll. Also durchaus als ein eigenständiger Mensch, der halb in der Nische und halb in der Gesellschaft lebt. Nicht nur in der Nische.
es war mir immer ein Bedürfnis, auch durch die Berufstätigkeit engagiert mitzuwirken. Und dabei musste man auch Kompromisse machen. Also nicht nur Nische und Dissident ist zu anspruchsvoll. Sie haben nach allem, was man erfahren kann, Ihr Arbeitsleben in Ihrer Brigade gemocht. Sie haben das Kollektiv nicht als Last empfunden. Sie sind schließlich dem FDGB, der Gewerkschaftsorganisation der DDR, beigetreten, weil durch diese Mitgliedschaft Sie und Ihre Kolleginnen die Prämien und anderen Vergünstigungen als sogenannte sozialistische Brigade erhalten konnten. Das normale Leben der Mehrheit der Männer und Frauen in der DDR. Manche haben nach der Wende von verlorenen Jahren gesprochen. Waren es verlorene Jahre, können Sie verstehen, dass manche, nicht mehr bedrängt als Sie, Frau Hildebrandt, Sie so nennen? Nein, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Natürlich hätte man ganz andere Dinge machen können, das ist richtig. Man hätte andere Ausbildung machen können, andere Reisen. Aber wenn man hier nicht zu den wirklich Verfolgten gehörte, und davon gab es genug, aber ich meine die Mehrheit eben nicht, dann glaube ich, waren es keine verlorenen Jahre. Es war für aktive Menschen genug Gestaltungsspielraum da. Können Sie das beschreiben? Aber gerne. Also, wenn Sie es an meinem Beispiel mal sich vergegenwärtigen wollen, der Werdegang war immer mit Komplikationen versehen, verständlicherweise. Nicht in Pionieren, nicht in der FDJ, es gab in der Schule Schwierigkeiten, bei der Zulassung zur Oberschule Schwierigkeiten, es ging gerade noch bei der Zulassung zum Studium Schwierigkeiten, aber das ist auch gelungen und dann kam man in Betrieb. Und nun konnte man dort auch wieder Gestaltungsspielräume nutzen. Es war wirklich, es war oftmals möglich, ich will es nicht verallgemeinern, es gab auch dann sicher regional unterschiedlich Einschränkungen und Benachteiligungen, ich habe es nicht so erlebt. Ich konnte dort promovieren, ich konnte dort eine Arbeitsgruppe aufbauen, damals in der pharmazeutischen Industrie, Forschung machen, publizieren, das war uns alles möglich. Und wir konnten, und die Komponente ist mir auch ganz wichtig, eben eine Form von Gemeinschaft auch bei der Arbeit aufbauen, mit netten jungen Kollegen, mit Einbeziehung von Familien, mit dem Aufbau auch eines durchaus vernünftigen Lebens außerhalb der Arbeit. Das war also eine ganz tolle Sache. Und ich möchte es nicht missen, weder unser Kollektiv der sozialistischen Arbeit, in Berlin Chemie noch in der Zentralstelle für Diabetes. Man konnte innerhalb der Formen, die reglementierend vorgegeben waren, wenn man wollte und wenn die Bedingungen nicht äußerst ungünstig waren von den äußeren Gegebenheiten her, man konnte dann diesen Gestaltungsspielraum nutzen und so nutzen, dass man sich politisch nichts vergab, sondern was Vernünftiges für alle draus gemacht hat. Gab es einen gar nicht unbedingt von der herrschenden Partei unmittelbar ausgeübten, sondern von der allgemeinen Stimmung, die von der Struktur der Gesellschaft ausging, gab es einen Druck auf das Individuum, sich nicht abseits zu halten. Wenn es sich abseits halten wollte in einer solchen Brigade, geriet es dann in die Gefahr, benachteiligt zu werden. Ich sage ausdrücklich, dass dieses ein Problem ist, von dem ich denke, dass es in allen Systemen vorherrscht. Aber es kann sein, dass das untergegangene System solche Gefahren vergrößert hat. Naja, also das Kollektivleben war sozusagen das Ziel durchaus in der Gesellschaft. Wir mit unserem sozialistischen Wettbewerb, sozialistisch arbeiten, sozialistisch lernen, sozialistisch leben. Da war dann eben drin, dass man also kulturelle Veranstaltungen zusammen machen sollte und Zirkel organisieren, Zirkel schreibende Arbeiter, Betriebsfestspiele. Viel Gutes, wenn man es wenn es einem gelungen ist, das auszunutzen. Aber es war natürlich ein gewisser Druck zum Kollektiv da. Es war aber ohne weiteres möglich, dass wenn einem das nun nicht lag, dass man es geschafft hat, nach der Dienstzeit nach Hause zu gehen oder dass man persönliche Nachteile hatte. Also so schlimm war es nicht. Wie erklären Sie sich, dass derzeit in der vorherrschenden öffentlichen Meinung, vor allem der Westdeutschen, diese Wahrheit über den DDR-Alltag verdrängt wird, dass da und dort diese Wahrheit vergröbert wird ins schier Konzentrationslagerhafte? Zwei wesentliche Ursachen, die Erfahrung der Westbesucher, wenn sie hier in den Osten kamen.
man kam eben rein wie in ein Konzentrationslager, wie ein Lager, ja. Also wie ein Lager. Ja. Und das ist also ja gerade für einen freiheitgewohnten Westeuropäer oder Mitteleuropäer ist das natürlich eine Tortur gewesen. Und das war ja auch objektiv eine Tortur. Also von daher schon immer der Eindruck, na, um Himmels Willen, wie kann man da drin bloß leben? Denn dieses Gefühl hatten wir ja nun nicht, denn wir konnten die Grenze ja nicht passieren. Wir waren einfach bloß auf der anderen Seite der Mauer. Also dieses Grenzüberschreitungserlebnis hatten wir erst hinterher mit all den psychologischen Belastungen, die damit verbunden waren. Das ist also die Vergangenheit. Und dann kommt das, was jetzt nach der Wende passiert ist, noch dazu. Was macht die Schlagzeilen? Die desolate Wirtschaft, man sieht, wie katastrophal alles aussieht, die verkommenen Häuser und die Berichterstattung über Stasi-Vergangenheit, Unterdrückungsmechanismen hier und da, das prägt jetzt die Meinung so. Und, aber es ist eben auch nur eine Facette aus einem breiten Leben, dass ein Zerrbild entsteht. Ein Zerrbild, das nicht den Tatsachen entspricht, wie es die Mehrheit der Menschen vor Ort erlebt hat. Und dazu kommt natürlich, jetzt kommen wir auf die Jammermentalität, dass man natürlich jetzt besondere Zuwendung auch als Ostler erfährt, wenn man erstmal klar macht, wie schlimm es war. Und wenn man jetzt auf einmal feststellt, jetzt haben wir nicht lauter Mitläufer hier, sondern jetzt haben wir lauter Verfolgte hier und das darf auch nicht sein. Also insofern kommen eben diese Vergangenheitserfahrung und die tatsächliche Gegenwartserfahrung dazu, um dieses Bild völlig zu entstellen. Sie und Ihr Mann sind Pazifisten. Ihre Kinder wurden freigestellt vom Wehrkundeunterricht in der Schule, soweit ich weiß, nachdem Sie einen Brief an Frau Honecker, die Bildungsministerin, geschrieben haben. Erzählen Sie den Vorgang. Vielleicht die Vorgeschichte ist die, dass mein Mann den Wehrdienst verweigert hat, schon in den 60er Jahren, als es in der DDR noch nicht möglich war. Und 1964 wurde dann der Wehrersatzdienst, die sogenannten Bausoldaten, eingeführt. Und da gehörte er dann zu den ersten Leuten, die dort eingezogen wurden. Wir dachten damals, es wäre eben tatsächlich ein Dienst, der frei wäre von militärischer Tätigkeit, aber sie wurden dann als produktive Leute für Bau von Schießplätzen und Ähnliches eingesetzt und hat er nicht mitgemacht und ist dann verurteilt worden, saß also im Gefängnis wegen Befehlsverweigerung. Das also zur Vergangenheit. Und das ist also uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir, als wir hörten, dass der Wehrkundeunterricht eingeführt werden sollte, da waren unsere Kinder noch gar nicht so weit, wir uns sofort, wie es überhaupt bei uns üblich war, wenn uns irgendwas absolut gegen den Strich ging, wir uns sofort zu Wort gemeldet haben. Und zwar nicht als konspirative Gruppe, sondern als Ehepaar, als Individuum. An Frau Honecker geschrieben und mitgeteilt, dass wir dieses für absolut unförderlich halten für eine Friedenserziehung, diesen Wehrkundeunterricht, und dass wir uns, wenn wir mit unseren Kindern soweit sind, dass sie diesen Wehrkundeunterricht besuchen müssten, dass wir uns weigern, unsere Kinder dahin zu schicken. Da erfolgt überhaupt keine Reaktion. Also wie sowieso der Kontakt zu diesem Volksbildungsministerium war eine Katastrophe. Sie konnten mit allen reden und die Kirche konnte mit allen reden, bloß nicht mit der Volksbildung. Und als die Zeit nun soweit war, dass unsere Kinder diesen Wehrkundeunterricht hätten machen müssen, da haben wir uns eindeutig in der Schule dafür ausgesprochen, dass das für uns nicht in Frage kommt. Und haben auch dieses Schreiben an Frau Honecker dazugelegt und darauf verwiesen, dass das jetzt in der Tradition unserer Denkungsart ist und dass wir dazu nicht bereit sind. Und wir haben es durchgesetzt, obwohl es an sich gesetzwidrig war, wenn Sie so wollen. Es bestand ja Schulpflicht und demzufolge also auch die Pflicht, die Kinder zum Wehrkundeunterricht zu schicken. Nicht zu den militärischen Lagern, da konnten sie sich immer noch ein bisschen drücken. Aber der Wehrkundeunterricht war an sich obligatorisch. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wie so oft in unserem Leben, wenn Sie wissen, was Sie wollen und dieses auch deutlich sagen und dazu stehen und bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, dann schaffen Sie es. Und wir haben es nicht nur in der Volksbildung geschafft, sondern bei meinem Sohn auch in der Lehre, wo das sogar der Wehrkundeunterricht bzw. die gesamte Wehrerziehung Teil des Lehrvertrages war. Auch dort haben wir es geschafft, dass er es nicht machen musste. Aber Sie müssen es bloß wollen und müssen es durchsetzen. Ja. Halten Sie sich für ein Vorbild? Ich möchte immer nicht so anspruchsvoll erscheinen. Verstehen Sie, es ist einfach für mich auch nicht der Maßstab. Ich möchte gerne, dass wir, wie wir es die ganzen Jahre gemacht haben, als Familie, als Freundeskreis, dass da Menschen sind, die vor sich selbst bestehen können. Die, wenn das denn ein Vorbild wird, wunderbar. Bloß da soll auch keine didaktische Komponente dabei sein. Wir haben für uns es so gestaltet, wie wir es für richtig hielten. Und wir wollten nicht Märtyrer oder Vorbilder werden, sondern wir wollten einfach so leben, dass wir es für uns akzeptieren können. Was ist Ihr Urteil über Mitläufer?
es hat sich in meinem Leben gewandelt. Theoretisch würde ich sagen, das ist das Letzte. Aber wir mussten uns ja tatsächlich eine Gegenwart hier gestalten. Und da ging es eben ohne Tendenzen von Mitläufertum offenbar nicht. Normalerweise sind für mich Mitläufer eben ganz traurige Phänomene. Haben Sie den Eindruck, dass die pluralistische Gesellschaft, in der jetzt beide deutsche Staaten vereinigt sind, das Mitläufertum nicht kennt? Nee, den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Die Frage ist jetzt, wie definiert man Mitläufertum? Was ich jetzt erlebe, ist, dass jeder seine festgelegte Meinung hat. Wissen Sie, jeder seine Ideologie hat. Das, was wir eigentlich gar nicht im Osten haben wollten, da hatten wir es immer und waren dagegen. Das erlebe ich jetzt in facettenreicher Form im Westen. Und das macht mich ganz erschrocken. Es wird dort auch nicht gedacht und gehandelt entsprechend den Gegebenheiten, sondern es werden Positionen eingenommen, zu denen man sich mal bekannt hat. Die Frage ist, ob man zu diesem kollektiven Drang nach der Artikulation bestimmter Leitlinien, die man also einmal für sich akzeptiert hat, ob das auch Tendenzen von Mitläufertum nachher aufweist. Es ist so, dass ich glaube, im Westen muss man oftmals auch eben in bestimmten Konstellationen drin sein, um Karriere zu machen, um eine Zukunft zu haben. Und Seilschaften zu haben. Seilschaften auch da wieder. Ja, das ist wirklich für mich erschreckend. Und ich möchte ein praktisches Beispiel sagen. Pflegeversicherung jetzt für uns im Osten brauchen wir ganz dringend. Und wir brauchen eine Pflegeversicherung, die die alten Leute nicht finanziell belastet. Im Osten ist es gar keine Frage, dass ein 60-Jähriger jetzt nicht in der Lage ist, 88 Mark im Monat für eine private Pflegeversicherung zu zahlen. Das müsste auch einem FDP-Minister im Osten klar sein, wenn er hier Minister ist. Aber wenn die Parteilinie jetzt so ist, dass sie das nicht will, dann wird das Wahrnehmen der Realitäten hintangestellt. Es ist dann so, dass eigentlich von vornherein feststeht, wie die Entscheidung aussieht. Man braucht gar nicht mehr hinzugucken, ob es geht oder nicht. Und das ist für mich unerträglich. Die Mitgliedschaft in der SED, was soll sie nach Ihrer Vorstellung, nach Ihrem Empfinden, Frau Hildebrandt, für Folgen heute haben? Nun haben wir ja die Mitgliedschaft der SED glücklicherweise genommen, nicht die von der Staatssicherheit. Obwohl ich immer wieder sagen möchte, man muss auch... Ich will sie nicht überfordern. Ja. Dieses Problem ist lange diskutiert worden. Ich kenne aus meiner Berufstätigkeit vor allen Dingen ja viele Genossen, damals hieß ja Genosse, SED-Genosse, viele Genossen, die für mich ganz diskutable Partner waren. Schon damals gab es solche und solche. Und wir müssen weiter zusammenleben, wir müssen auch unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Das heißt, es muss eine Akzeptanz kommen, möglichst auf einer Vergangenheitsbewältigung. Wir haben auch bei uns in der PDS-Fraktion in Brandenburg beispielsweise so viel konstruktive Menschen, auch gerade Sozialpolitiker, dass ich nur sagen kann, man muss genauer hingucken, um wen es sich handelt. Und vor Ort möchte ich nur sagen, wenn immer wieder von den alten Seilschaften gesprochen ist, gerade vor Ort müssten unsere Menschen auch mal genauer hingucken, aufgrund ihrer Erfahrung in der Vergangenheit mit diesen Menschen. Wie haben sie sich tatsächlich benommen? Was haben sie gemacht? Und das muss das Kriterium sein. Wir haben Bürgermeister in Brandenburg, PDS-Bürgermeister, jetzt früher SED-Bürgermeister, die mehrheitlich gewählt worden sind, zu denen auch die Dörfer stehen und sagen, der hat schon immer die Sache gemacht, der hilft uns auch wieder. Das ist in Ordnung. Und andererseits muss ich sagen, wer leitende Funktionen, und so haben wir uns ja auch bei der Besetzung der Stellen im öffentlichen Dienst nun verständigt, wer leitende Funktionen in den Parteien innehatte, wer Parteisekretär war über lange Jahre, da muss man dann doch eben noch mit größerer Vorsicht rangehen. Ich habe einen Brief erhalten aus der ehemaligen DDR, gestützt auf diese Sendereihe. Eine Lehrerin hat mir geschrieben, dass sie war SED-Mitglied, aus ihrem Familienhintergrund sehr erklärlich, das war auch mit Verfolgung der Eltern verbunden, dass sie im Lehrerkollegium, weil sie das jüngste Parteimitglied war, Parteisekretärin wurde, weil man diesen Posten an die Schwächste, nämlich die Jüngste, abschob. Sagen Sie, dass es das gegeben hat oder sagen Sie, dass es nachträglich erfunden? Nee, das, also wir hatten... So, geht, was geht. Passiert dann? Ja, das ist es. Das ist es. Also wir haben jetzt gerade bei uns im Ministerium
so einen Fall gehabt, auch kurzzeitig Parteisekretärin und macht jetzt bei uns in der Frauenforschung mit über einer AWM-Stelle. Das bringt uns natürlich in Verlegenheit. Bloß die Frage, und da komme ich wieder zu meiner ersten Ausführung, die Frage ist die Akzeptanz vor Ort. Haben Sie sich so benommen, dass man oder sich so verhalten, dass man sagen kann, da ist im Prinzip nichts dran auszusetzen gewesen, das war im Bereich der Norm, dann muss diese Akzeptanz gegeben werden. Muss dann nicht die Politik, müssen dann nicht die Politiker über alle Parteigrenzen hinweg allmählich den Mut finden, das allgemein zu tun, was Sie hier jetzt getan haben, nämlich gegen dieses manchmal allzu gesunde Volksempfinden, das sogenannte, Stellung zu beziehen und zu sagen, keine Emotionen. Wir müssen auch mal gegen den Strom schwimmen. Auf jeden Fall. Aber es ist eben ganz schwer. Und auch da erfordert es wieder Zivilcourage. So ist es. Denn bei jeder Versammlung können Sie mit Bemerkungen über die Stadtsicherheit oder gegen die alten Seilschaften Applaus kriegen, so viel Sie wollen. Ja, deswegen frage ich ja dann. Und deswegen bin ich auch immer der Meinung, aber man muss dem auch Rechnung tragen. Ich möchte jetzt nicht so den Eindruck erwecken, als ob alles in bester Ordnung ist und im Prinzip waren alles Opfer. Wir haben hier alte Seilschaften, das ist zum Verrücktwerden. Es kommt auch oft vor, dass diejenigen, die früher eben die Leitungspositionen in der Industrie hatten, jetzt die schnellsten Marktwirtschaftler werden und jetzt tatsächlich natürlich wieder die sind, die nun nach anderen Richtlinien, aber mit der gleichen Konsequenz und mit der gleichen Unbarmherzigkeit gegen die Leute vorgehen. Und das darf nicht sein. Verstehen Sie? Also es gibt diese alten Seilschaften und man muss da was gegen tun. Bloß ich sage so oft den Betriebsräten und den Belegschaften, Da können wir nichts dagegen tun. Das kann die Regierung nicht bringen. Das muss tatsächlich von den Menschen, die das belegen können, durch eine Materialsammlung passieren, Fälle sammeln und die vorlegen, zusammentragen und dann was dagegen machen. Ist das nicht eine Einladung? Das ist eine Einladung zur Aufarbeitung. Verstehen Sie? Kann es nicht auch eine Einladung sein, Emotionen gefährlich aufzuheizen? Nein. Ich sage nicht, dass es nicht sein muss. Ich frage mich nur, ist es nicht redlicher zu sagen, wir müssen die mit untergehen können, das Beispiel der Lehrerin, das ich gebracht habe, die als jüngstes SED-Mitglied in dem Kollegium verdonnert wurde, Parteisekretärin zu sein, und Sie als gelernte DDR-Bürgerin sagen, ja, das hat es gegeben. Ist es nicht wichtiger, diese zu schützen? Weil das andere sich sozusagen biologisch erledigt, durch Ausscheiden aus dem aktiven Leben. Wobei ich noch ausdrücklich sage, damit auch dieses nicht falsch verstanden wird, den Gerichten, was der Gerichte ist, nicht soll bemäntelt werden. Dies lassen wir, darüber sind wir uns einig. Wir reden über das Problem, was soll wirklich gegen verständliche, aber gefährliche und auch manchmal nicht verständliche, wenn man den Mut hat, es zu sagen, Volkesstimmung von der Politik, auch von der Kirche, die da auffällig schweigt, nach meinem Eindruck, getan werden. Beim Aufarbeiten, beim angemessenen Aufarbeiten. Ich deutete es vorhin ja schon an, dass die Zivilcourage dazu gehört, zu sagen, kümmert euch um Einzelfälle, guckt genauer hin, urteilt nicht pauschal ab. Das hat keinen Sinn. Und wenn wir jetzt auf dieses Beispiel der Lehrerin zurückkommen, wir haben doch jetzt die entsprechenden Ausschüsse, in denen sich auch die Betroffenen artikulieren können. Wir haben nicht bloß die Bögen, sondern wir haben die Möglichkeit, dazu sich äußern zu können. Und die Lehrerin wird unter diesen Umständen mit Sicherheit auch, es kann ja belegt werden, auch weiter im Schuldienst sein können, weil man genauer hinguckt. Und das, meine ich, ist das Wesentliche. Genauer hingucken. Und ich muss schon sagen, da scheue ich das Missverständnis auch nicht. Ich bin der Meinung, wir müssen unser Leben hier gestalten und einigermaßen gerecht. Und dazu müssen wir eben solche Pogromstimmung verhindern. Und wir müssen auch, und da komme ich nochmal auf ein ganz sensibles Thema, was auch nicht so sonderlich viel Akzeptanz gefunden hat, die Verteufelung der Stasi-Mitarbeiter auf in Bausch und Bogen, die sich zum Beispiel auch in einer
Rentensenkung unter die Mindestrente äußern sollte nach dem Rentenüberleitungsgesetz, nach dem bundesrepublikanischen Vorschlag, dem Vorschlag der Bundesregierung. Das kann nicht sein. Verstehen Sie, da bin ich auf einmal der Anwalt der Stasi-Rentner. Das kann auch nicht sein, aber es nützt ja nichts. Verstehen Sie, ich bin dafür, dass also ein Maß von Grundgerechtigkeit erhalten bleibt. Das halte ich für die einzige Möglichkeit, um in die Zukunft zu kommen. Eins möchte ich sagen aus akutem Anlass. Nehmen Sie die CDU. Es kann aber auch nicht so sein, dass also alle wie Phönix aus der Asche gewandelt aufsteigen. Es muss doch eine Vergangenheitsverarbeitung stattfinden. Und ich bin manchmal jetzt verblüfft, wie gewesen, jetzt tut sich ja ein bisschen was, wie diese Umwandlung also von einem Tag zum anderen da war. Und man, das war schon ein Relikt aus der Vergangenheit, wenn man vielleicht mal dieses oder jenes kritische Wort gegenüber der CDU gesagt hat, die für uns seinerzeit eben auch nicht besser war als die SED. Sie wie Ihr Mann waren in der Vorwendezeit in der Bürgerrechtsbewegung Demokratie jetzt engagiert, sind dann aber schon im Oktober 1989 der gerade gegründeten Sozialdemokratischen Partei in der DDR beigetreten. Warum? Die Bürgerbewegung liegt uns näher. Wir haben also bis dahin nur als Privatperson agiert und versucht, unsere Opposition in Anführungsstrichen zu gestalten, also wenn Sie so wollen, zivile Courage zu leben. Und deswegen ist natürlich die Bürgerbewegung das Gremium, in dem wir uns zu Hause fühlen. Andererseits war es aber so, wenn der Umbruch in den Ostländern oder in der DDR damals eine Perspektive haben sollte und möglicherweise zu demokratischen Strukturen sich hinwandeln würde, war uns klar, dass man Parteien braucht. Und wir hatten ja eine Palette von Blockparteien und was wir nicht hatten, war eine Sozialdemokratie. Und deswegen war uns klar, wenn die Angelegenheit wirklich nochmal zu einer Staatsstruktur führen soll, dann brauchen wir diese Partei ganz dringend. Und da die SPD für uns von Ferne schon immer diejenige war, mit der wir am meisten sympathisiert haben, wir hier gerade auch in Berlin mit Willy Brandt und solchen Leuten an der Spitze, da war für uns klar, also die SPD war ohnehin die Einzige und deswegen sind wir also gleich eingetreten, weil wir gesagt haben, wir unterstützen wir sie finanziell wenigstens, wenn wir uns auch noch in der Bürgerbewegung weiter doch sehr aktiv einsetzen. Aber man muss ja immer mal sehen, dass man für die Zukunft auch was hat. Und sehen Sie, dann kam es so. Dann kam es so. Sozialministerin in der letzten DDR-Regierung unter Lothar de Maizière, heute Sozialministerin im brandenburgischen Kabinett Manfred Stolpes. Was bedeutet Ihnen, Frau Regine Hildebrand, die Politik als existenzieller Zugewinn und was als existenzielle Einbuße? Also eins ist mir ganz wichtig, dass ich für viele Leute, die jetzt hier in der Politik sind, speziell auch in der SPD oder in der Bürgerbewegung, dass sie eigentlich nicht bewusst in die Politik gegangen sind, sondern es einfach die Einsicht in die Notwendigkeit war. Es war eine so geringe Personaldecke, es mussten Leute die Verhältnisse gestalten und es waren keine da. Und wir haben uns also immer gegenseitig ermuntert, doch mitzumachen und die vielen Wahlen und die vielen Stellen, die zu besetzen waren, es war im Prinzip eigentlich nicht zu schaffen mit der Personaldecke. Also das zu dem Start in die Politik. Die Tatsache, dass also mir es nur so geht, dass es für mich fast eine fixe Idee geworden ist, dass wir hier noch mögliche Gerechtigkeit durchsetzen müssen und die Verhältnisse noch für uns tatsächlich erträglich gestalten müssen. In Klammern, ich bin der Meinung, wenn mehr Leute sich noch viel, viel mehr Mühe gegeben hätten, dann hätte es noch ganz anders, viel besser laufen können mit der Einheit. Aber das nur am Rande. Also die Tatsache, dass man hier Bewegungsspielraum hat, zwar schaffe ich nie so viel, wie ich will, aber dieses oder jenes schafft man denn doch. Das ist also das, was der Zuwachs durch die Politik gebracht hat. Die Einbuße? Und die Einbuße, die ist natürlich erheblich. Verstehen Sie, es ist ein völliger Lebensstil, eine völlige Lebensstiländerung. All das, was wir eben über 40 Jahre doch hochgehalten hatten, die Familie und der Freundeskreis und die Nische, all das, was man da machen konnte, seine Hobbys bei mir, die Berliner Domkantorei singe ich also seit vielen Jahren mit. Jetzt gerade ein Jubiläum, ist auch ein Mauerkind, also 30 Jahre Domkantorei.
Ja, na, dafür hat man natürlich keine Zeit. Und speziell die Familie, es hat bei mir einen ganz großen Stellenwert. Meine Mutter wohnt in unserem Mietshaus, die Schwiegereltern jetzt auch, alle über 80. Da war natürlich früher was los. Da gestaltete sich Gemeinsamkeit. Und jetzt bin ich nicht mehr zu Hause. Der Verlust eines Arbeitsplatzes in der ehemaligen DDR bedeutet ja wegen der einstigen Gesellschaftsstruktur mehr, jedenfalls anderes, als ein Arbeitsplatzverlust in der alten Bundesrepublik. Ja, also das ist für mich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wenn man vom Phänomen Arbeitslosigkeit spricht, dann meint man in den Altbundesländern, Arbeitsplatz ist weg und da muss man eben sehen, wie man mit Arbeitsförderung überbrückt und dann hat man den neuen Arbeitsplatz. Bei uns gab es keine Arbeitslosigkeit, die Arbeitsplätze waren sicher, damit lebte man. Der Beruf hatte eine und die berufliche Tätigkeit hatte einen ganz anderen Stellenwert. Über 90% der Frauen waren hier berufstätig und wollen es weiter bleiben, nicht nur wegen des Geldverdienens. Es war nicht nur die Arbeit, es war die Integration in eine Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft hat nicht nur die Aufgabe der beruflichen Erledigung der Aufgaben gehabt, sondern sie hatte auch die Dimension der Gemeinsamkeit über die 8 Stunden oder 8,75 Stunden hatten wir ja immer, 8 Dreiviertelstunden Arbeit hinaus. Hier wurden Perspektiven eröffnet für kulturelle Tätigkeit, Arbeitsgemeinschaften, Kunstgewerbe, für mineralogische Arbeitsgemeinschaft, zu der ich gehörte. Wir haben Exkursionen gemacht mit den Familien, mit den Kindern, Steine gesammelt, Steine geschliffen, Es war hinterher eine aus. Anleitung. Alles Und Sie war. sagen eigentlich, wenn man ehrlich ist, die meisten Menschen brauchen so eine Anleitung und es wurde ihnen gegeben. Nein, das ist noch zu negativ ausgedrückt. Es war die übliche Möglichkeit dort, eben solche Dinge zu gestalten. Wir hatten keine Infrastruktur von Trägerschaften, Vereinen oder ähnlichen Gruppierungen in den Kommunen, in den Städten, sondern dieses war im Wesentlichen bei den Betrieben. Verstehen. Ja. Und deswegen ist dieser Zusammenbruch der Betriebe eben so fatal, weil damit nämlich nicht nur die Arbeit weg ist, sondern diese kulturelle und soziale Infrastruktur weg ist. Und das ist so schwer klarzumachen und so schwer zu kompensieren. Ein Beispiel, wenn ein Betrieb regional beherrschend war, nehmen wir mal Ludwigsfelde, IFA-Getriebewerk, IFA-Werk. Da gehörte dem Betrieb nicht nur die Produktionsstätte, sondern der Kindergarten, das Kulturhaus, die Sporthalle, der Altentreff. Das gehörte alles dem Betrieb, weil er diese Aufgaben hatte. Und für mich ist also wesentlich, immer wieder klarzumachen, wenn jetzt der Betrieb kaputt geht, ist dieses alles weg. Und die ganzen Sozialeinrichtungen werden von der Treuhand verwaltet und von dem neuen Investor gekauft. Und die Gemeinde, die Stadtverwaltung sitzt in irgendeiner Asbestbaracke jetzt. So ist die Realität. Sie sprechen oft vom Skandal, der die Behandlung der alten Menschen in den neuen Bundesländern sei. Erläutern Sie bitte, wo nach Ihrem Verständnis dieser Skandal besteht. Der Skandal besteht darin, dass das gesamte Lebensgefüge mit dem Erwartungshorizont, mit den Hoffnungen, Wünschen, mit den Wertvorstellungen unserer alten Menschen jetzt zusammenbricht. Sie haben nach 45 hier gearbeitet. Sie haben gearbeitet. Das möchte ich nochmal deutlich sagen. Wenn immer von der geringen Arbeitsproduktivität die Rede ist, hat ganz andere Ursachen. Die Menschen waren hier fleißig. Die Menschen waren kreativ. Und sie haben nach 45 gearbeitet, genau wie ihre Verwandten in den Altbundesländern, in der Bundesrepublik. Wir haben bloß das Wirtschaftswunder nicht gehabt. Demzufolge haben sie also diesen Aufstieg nicht erlebt. Sie hatten geringe Einkommen. Von diesen geringen Einkommen haben sie ein bisschen was gespart, weil sie wussten, sie kriegen die Mindestrente, sprachen wir schon davon, die 330 Mark, damit können sie kaum leben. Also sie können leben, aber sie können keine Sprünge machen. Und ihre Alterssicherung war ihr Konto. Da haben sie Pfennig auf Pfennig von den geringen Einkommen und den geringen Renten aufeinandergelegt, damit sie eine gewisse Form von Unabhängigkeit im Alter haben und den Enkelkindern vielleicht mal eine Freude machen können und nicht auf die Kinder angewiesen sind, ihnen nicht zur Last fallen. Und da, in diese Situation, nehmen wir mal an, haben 30.000 Mark gespart fürs Alter, ist sozusagen ihre Altersversicherung gewesen. Da kam die Wirtschaftswährungs- und Sozialunion. 6.000 Mark konnten wir noch durchsetzen für die alten Leute, 1 zu 1, der Rest 2 zu 1. Also praktisch halbiert das Lebenserspart, die Sicherung. Und jetzt kommt die Situation, dass zum Beispiel, wenn sie im Altenheim sind, sie nicht mehr 120 Mark bezahlen müssen wie bisher, sondern bei gleich schlechten Bedingungen, wie wir sie ja doch eben noch haben, 1.800 Mark normalerweise bezahlen sollen. Dann ist ihre Rente von 600 Mark weg, 1.200 Mark bleiben übrig und die werden jetzt vom Konto genommen. Und wenn Sie mal überlegen, die 1.200 Mark, die sind
abgewertet 2400 Mark. Und die 2400 Mark sind für den alten Menschen nicht nur das Produkt einer jahrelangen Arbeit und Sparaktion, sondern sie sind praktisch auch ihre Sicherung fürs Alter gewesen. Und jetzt sind sie weg. Und verstehen Sie, das kann nicht sein. Ich weiß, dass es auch für die alten Bürger in den Altbundesländern sehr schwierig ist, damit klarzukommen. Aber sie konnten sich daran gewöhnen und unsere konnten sich nicht daran gewöhnen. Und deswegen sage ich, so geht's nicht. Und wir haben in Brandenburg Übergangslösungen für dieses Jahr. Und im Hinblick auf die Pflegeversicherung versuchen wir noch weitere Übergangslösungen zu machen, damit es nicht so ist, dass die alten Menschen nur noch Taschengeldempfänger sind. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Begreifen Sie, wie es zur sozialistischen Utopie hat kommen können? Ja, das begreife ich. Das ist für mich auch die soziale Gerechtigkeit und dabei eben auch die Gleichheit. Verstehen Sie, die von der man ja eben bei der sozialistischen Utopie ausgeht, die ist für mich schon eine sehr positive Erscheinung. Ich bin ja bescheiden, ich weiß, mit der Gleichheit, da sind wir schon weit weg. Aber wenigstens die Gerechtigkeit muss bleiben. Es muss wenigstens in dieser Gesellschaft, in der neuen, noch jeder seine individuelle Perspektive haben. Und es darf nicht so viel Verlierer geben.